Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier bei 7DCD. Ich werde losziehen, ein bisschen Holz machen und ein bisschen Wasser holen und nebenbei, jo, schauen wir mal ein paar Gebäude an, ne? Machen wir die Tür zu. Und weiß ja nie, da ist zu, da ist offen. Machen wir auch zu. Normalerweise kommen sie hier nicht hoch, aber man weiß ja nie, ne? Gut, hier ist zu. Wir haben Besuch. Gehen wir raus und begrüßen den Besuch. Natürlich mit einer Pistole, Gewehr, mal kurz nachladen. Und hier vorne ist er nicht. Strom ist deaktiviert, ne? Also das ist keine Gefahr mehr für mich. Und für Zombies auch nicht. Leider. Also Strom macht keine Unterschiede zwischen Freund und Feind. Und diese Eisenpicks auch nicht. Jetzt sehe ich gerade. Gut, ich habe keinen bei mir. Ich habe es ja leer gemacht, extra da wegen Gepäck was reinkriegen können, ne? Ist doch komisch. Ne, macht nichts, hauptsache Strom wirkt. So, schauen wir hinten. Ganz schnell mal. Die war so, wenn ich jemand gehört habe. Pistole, nicht Gewehr. Mit einem Nagelschussgerät wird nicht viel helfen. Wir haben keinen Nickel dabei. Nö, zu sehen ist nix. Die laufen die immer in den Keller rein, ne? Na gut. Gut. Dann werden wir uns ums Wasser kümmern, um Holz. Ja. Für Geräusch. Strauch. Okay, Holz. Zwei Bäume sehe ich hier. Nehmen wir gleich. Mit. Ja, kräftige Jungs, ne? Hauen wir um hier. Oh. Also ein dicker Baum, da viel Holz. Hier ein bisschen Tee mitnehmen gleich hier. Baumwolle. Dann müsste ich auch noch hier anpflanzen. Baumwolle für Stofffetzen ganz gut. Wächst übrigens nach, ne? Und gleich Wasser holen. Für unser. Schlechte Zeiten, ne? Denn die brauchen ja auch Wasser fürs Trinken. So. Mal gleich mit Gewehr in der Hand. Bringen wir mal das Wasser zurück. Und die Teesorten. Und dann werden wir sehen, dass wir auf Tour gehen. Bäume noch gleich mit hier, ne? Da können wir es auch stärken gleich. Denn, ein Nest. Mensch, keine Eier. Junge, braucht doch Eier vom Frühstück. So ein kräftiger Mann ist, ne? Haupt um, ne? Geh mal ins Bauernhaus.
blöden leeren Nester. Hier bin ich gerade. Muss man vorsichtig sein. Da ist ein Haus. Oh, Müll. Im Müll kann immer was Brauchbares dabei sein. Müssen wir mitnehmen, ne? Oh. Achso, da. Aus dem Grünen die ganze Ecke denken. Oh, Baumwolle. Nehmen wir die Axt für, ne? Das ist mal freie Sicht, ne? Anscheinend die richtige Einstellung gefunden für OBS. Wird nicht mehr heiß, beziehungsweise ist normal temperiert mit 67 Grad, das ist okay. Und die Aufnahme läuft. Das war ein, ja, ein Gast, der hat sich auch verirrt am frühen Morgen, Frühsport. Falsche Ecke ausgesucht, ne? Mach hier auch Sport. Ternfall, achso, den kann man auch übrigens auch abbauen, ne? Das ist zu Holz geben und oben ist zu Stahl rein. Und lass mal stehen. Und Bums. Hier, Futter, Schneebeere. Der Tau ist immer noch interessant hier. Hier gibt es bestimmt noch einiges zu holen. Papier, naja. Nehmen wir raus, beim nächsten Mal kommt Neues. Hier wollte jemand verreisen. Ja. Hol mir Schrotten. Oh, bist du mir. Oh, heute am frühen Morgen. Bist du wahnsinnig. Ich bin doch so schreckhaft. Oh, hier ist was Schönes zu holen. Messing. Vielleicht zweimal. Pappgum. Pappgum. Die hat einen schönen Bums. Treffen, ne?
Aber wenn ich nervös bin oder aufgeregt, dann ist es mal. Ja, Kamin brennt noch. Hier muss was sein. Nö. Gefährlich. Leer. Außer Holz nichts zu holen. Aber die Lampe können wir abbauen, ne? So, das heißt, gehen wir nach oben und dann schön. Doch den da. Den nehmen wir behalten. Hat doch irgendwas. Bin ich irgendwas runtergeworfen? Schraubenschlüssel? Oder sehe ich die wieder nicht? Die habe ich nicht hingehört. Achso, okay. Den müssen wir, können wir nicht abbauen. Da nehmen wir noch Messing mit. Offset im Schrank, welche drinne. Nicht. Klo gucken wir nicht nach. Wir haben Wasser geholt, oder? Naja, hatten wir vier Flaschen, ne? Kochen wir eh ein. Nichts drin. Leder? Leder. Also wer Leder braucht, hier in den in der Couch oder sowas immer drin. So. Ein Versteck gefunden. Na, wir haben dann sowas hier. Da oben ist auch ein Bild. Da waren wir schon. Hier auch. Retro-Kühlschrank. Da waren wir auch schon. Aber leider, ja, wir haben kein Werkzeug dabei. Messing ist immer gut. Daher immer Mangelware. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch Munition aus Stahl erstellen könnte. Ob es überhaupt geht, das weiß ich nicht. Tabletten. Messing. Doch wieder mehr gemacht als ich wollte, beziehungsweise oh Frühstück. Muss ich da sein.
Also ein Tier ist mal aggressiv, du. Brauch Messer. Das soll ich zum Glück da lassen, ne? Den Nagel habe ich mitgenommen, Herr Trottel. So, draußen ist hier auch ein Hund. Sollte nicht stören, ne? So. Das Auto können wir noch nicht zerlegen. Schade. Aber wir schauen hier mal ein bisschen um. Ob wir irgendwo nach oben kommen. Hätte ich auch gerne demontiert. Ich habe hier vor allen Dingen die meisten ein bisschen Messingkühler. Gut, hier haben wir reingekommen. Lampe kann man auch abbauen, aber leider da oben. Oh, Festdeck. Mitnehmen, Junge, mitnehmen. So oben. Hier ist ein Geländer, muss irgendwie hochkommen, ne? Wo geht's hoch? Hier nicht. Muss er irgendwo? Hochgehen. Oder haben sie hier sowas nicht? Eingang. Man geht rein. Tricks, ne? Baum und eine Treppe. Oh. Leute, Rohr. Voll. Nehmen wir hier rein, ne? Kommen wir nie wieder her, aber gut, da brauchen wir sowieso nicht normalerweise. Können wir essen. Und 1% Vergiftungsgefahr sind wir da. Hauen wir das weg, hinter die Birne. Bisschen leichter, so Stahlhelm. Oh, wir wissen sogar besser. Das ist ein schöner Mod. Ein kleiner Tank fürs Moped oder so, ne?
Also bin ja nicht neugierig, aber irgendwie muss er noch die Treppe geben, ne? Keine gefunden. Das ist typisch. Munition alle, ne? Ach, hier ist Treppe. Und hier brauchen wir Dings, ne? Noch ein bisschen Messing hier. Das können wir auch abbauen. Wäre ein bisschen Stahl oder Eisen zumindest. Wie ein Koffer. Kriegen wir auch nicht mit. Dahinter im Bild ist gerade irgendwas, aber muss nicht sein. Kann sein, aber sind eh voll. So, wenn wir zurückgehen. Über die Treppe, ne? Ah, das ist typisch, da war ich nicht gewesen. Dachte hier hinter wäre nichts. Ja gut, okay. Gut, da haben wir es mal geschafft. Wenn wir auf dem Weg zurückgehen, wo wir gekommen sind. Überladen wie ich bin. So. Nur gleich einen Baum mitnehmen hier, ne? Holz brauchen wir eh. Für eine Eiche. Aber Bretter ist Bretter hier, glaube ich. Versuchen wir zu laufen. Wie gesagt, alles mitnehmen unterwegs. Verkehrte Richtung, aber mal gucken. Baum hier. Baum. Kleiner Baum. Leider, ja, schon wieder aus der Puste. Geht doch mal Wut nehmen sollen. So, das, der See. Verkehrte Richtung. Wir müssen zum Bauernhaus. Und dann querfeld ein Richtung Basis. Dann werden wir kurz auspacken. Und ich sag mal, jetzt schon mal Schütze auf die Winkel. Unterwegs passiert eh nicht viel, denke ich mal. Ja, es geht dann gleich in der nächsten Folge weiter vom Haus aus. Mal sehen, wohin gehen. Mal sehen. Vielleicht fahren wir irgendwo hin. Mal schauen. Irgendwo können wir was finden, ne? Denk mal eine Wüste oder so. Tschüss, oben im Winkel, ciao, bis dann und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.